Jo, was geht meine sehr liebe Listen? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Erst einmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für 15.000 Abonnenten. Mega geil. Danke euch dafür. So, ihr seht es im Titel, RC Bandido Modden Solo. Es ist unfassbar, dass dieser Glitch noch funktioniert. Ist zwar ein bisschen tricky, ihr braucht da ein paar Versuche, aber er funktioniert noch. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht ein RC Bandido, ganz klar. Ihr braucht eine Arena-Werkstatt und ihr braucht ein Spenderfahrzeug in der Arena-Werkstatt. Und ihr braucht einen Job von Ron Simeon, Gerald, whatever. Dann können wir auch schon mit dem Glitch anfangen. Ihr geht in eure Arena-Werkstatt und steigt in das Fahrzeug ein, welches ihr auf den RC Bandido übertragen wollt. Und drückt dann die Steuerkreuztaste nach rechts, sodass ihr dann in die Tuning-Werkstatt fahrt. Nach eurer kleinen Einfahranimation in die Tuning-Werkstatt habt ihr die Tunings-Option. Jetzt müsst ihr einfach nur eine Kleinigkeit an dem Fahrzeug ändern. Habt ihr das gemacht, dann geht es auf Fahrzeug verlassen. Habt ihr euer Fahrzeug verlassen, könnt ihr euch jetzt einen Job von Ron, Simeon oder Gerald anfordern, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, und geht dann zu eurem RC Bandido hin. Seid ihr an eurem RC Bandido und habt den Job, dann öffnet jetzt einfach nur euer Handy, geht auf den Job, drückt die Optionstaste, halte diese gedrückt, dann müsst ihr die Optionstaste loslassen, sofort X. Euer Pausenmenü öffnet sich und ihr müsst im Hintergrund so ein Klicken gehört haben. Jetzt geht ihr einfach nur auf die Online-Funktion oder Rubrik. Wenn ihr jetzt Criminal Enterprise Starter Pack und Spieler ausgegraut sind, dann seht ihr schon mal, dass ihr auf einem guten Weg seid. Jetzt geht ihr einfach nur noch auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen, ein Job für einen Titan und startet diese. Ihr werdet dann in den Job gezogen. Wenn ihr dann im Jobmenü seid, dann müsst ihr jetzt den Job einfach nur verlassen. Und wenn ihr jetzt diese Meldung hier bestätigt, dann fangt ihr an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen. Also bestätigen, spammen, 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 spammen. Ihr seht dann für eine kurze Sekunde euren RC Bandido und werdet dann in den nächsten Job gezogen. Wenn ihr dann im nächsten Job seid, müsst ihr diesen einfach nur verlassen und ihr seid vor eurem gemoddeten RC Bandito. Jetzt müsst ihr den RC Bandito nur noch eine Kleinigkeit ändern, dass er auch abgespeichert ist. Wie gesagt, ihr könnt eine Weile dran sitzen, macht es am besten in einer öffentlichen Sitzung, ist da am einfachsten. Wie gesagt, aber nicht gleich sagen, hey, der geht nicht, der ist fake oder sonst was. Versucht ihn einfach ein paar Mal, das dauert ein kleines bisschen. Und dann bin ich an der Stelle auch schon wieder raus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch gerne ein Abo. Wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet ihr doch ganz einfach nur Kanalmitglied. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.